Wenn jemand eine bessere Eichel-Kleinschnippeltechnik kennt, darf er mir sie gerne mitteilen. Mir ist nichts Besseres eingefallen als diese Variante hier. Die müssen so fein wie möglich geschnitten sein. Also es gibt keinen zu fein. Insbesondere wenn man halt eben möchte, dass sie dann schnell fertig sind. Schnell ausgelaugt. Grund dafür ist eine hohe spezifische Oberfläche, weil je kleiner das Eichelstück ist, desto höher ist die Oberfläche im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Eichelstückes. Und die chemischen Prozesse der Auslaugung, also wo quasi die Dinge ausgewaschen werden, die da nicht drin sein sollen, die passieren nur an der Oberfläche, denn das Wasser kann ja nur an der Oberfläche auch die Eichel angreifen und nicht mitten im Inneren, denn die Eichel ist an sich eigentlich wasserdicht. Das Wasser dringt da also nicht ein und dementsprechend geht der Auslaugungsprozess umso schneller, je höher die spezifische Oberfläche der Eichel ist. Das gilt übrigens für so ziemlich jede chemische Reaktion und auch allgemein beim Kochen, aber da bin ich kein allzu großer Experte, wobei ich kann schon ein bisschen kochen. Aber ich bin da nicht mein Namensvetter, der andere Benjamin, der gelernter Koch ist. Ja gut, ich nenne mich selten Benjamin. Im Personalausweis steht's. Wenn man eben mehr Zeit hat beim Auslaugen, dann braucht man die auch nicht so super fein schneiden. Da reicht es dann, wenn man so ein bisschen grob quasi klein häckselt. Und ja, also auf so einem Niveau wie die gröberen Stücke, die ich hier jetzt zum Beispiel drin habe, würde dann wahrscheinlich schon ausreichen. So genau kann das aber, glaube ich, auch niemand sagen. Es gibt da keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu, wie klein gehäckselt die Eichel optimalerweise sein muss, um gut ausgelaugt zu werden. Ihr dürft da gerne eigene Versuche anstellen, beziehungsweise wenn ich mal das Ganze ganz oft gemacht habe, ich glaube, das ist mein dritter Versuch, ja, dann werde ich euch berichten, wie das abläuft, wenn ich es ganz oft gemacht habe und eine Statistik dazu habe, halt eben. Jetzt machen wir das mal so, legen wir die guten schon mal in den Topf. Am besten noch den ganzen Dreck vom Tisch mitkratzen. Also das wird der beste Keks aller Zeiten. Bei dem Aufwand. Und das Ganze ohne Zucker. So, Freunde der Nacht, inzwischen jetzt mit der angekündigten schlechtesten Bildqualität, die irgendwie vorstellbar ist, jawohl, und im Night Vision Modus meiner selbst, machen wir jetzt Feuer. Und wenn Feuer machen nicht funktioniert, dann gibt es zwei Optionen. Entweder ich springe hier im Viereck und reg mich auf, oder ich gehe nach Hause und weine. Es gibt vielleicht noch eine dritte Option. Ich sammle die Maden, die ich aus den Eicheln rausgeholt habe, wieder ein und esse die. Ich halte Option 1 für am wahrscheinlichsten. Aber schauen wir mal. Was brauchen wir zum Feuer machen? Wir brauchen ein Häufchen Birkenrinde, das liegt da. Wir brauchen einen Feierstiel und wir brauchen mein Opinel. Und schauen wir mal, wie gut das heute funktioniert. Ich würde mal sagen, 4-mal striken. Müsste reichen. Wenn ich es in 3-mal schaffe, dann kriege ich plus 4 Männlichkeitspunkte, finde ich. Bekomme ich eigentlich Männlichkeitspunkte dafür, dass ich Eicheln klein geschnitten habe? Nee, oder? Nicht wirklich. So, gut, schauen wir mal, wie fein das mit dem Feuermachen funktioniert. Sagen wir 4 bei 3 Strikes, 2 bei 4 Strikes. Und wenn ich 5 oder mehr brauche, dann kriege ich überhaupt nichts. Und bei 6 können wir sagen, 2 Minuspunkte. Bei was bin ich eigentlich? Ich glaube, mittlerweile bin ich bei minus 6, bei minus 4. Ich habe es vergessen. Scheiße. Ja, ich hoffe, ihr könnt einigermaßen sehen, was ich hier tue. Das ist also mein Birkenrindehäuflein und das hier ist mein Messer. Und ja gut, das wisst ihr ja alles. Oh, beim ersten Versuch. Boah, ey, das gibt plus 10 Männlichkeitspunkte. Aber mindestens. Juhu! Ich habe Feuer gemacht. Ich behaupte ich jetzt hier ganz frech, in der Hoffnung, dass es mir nicht mehr ausgeht. So genau weiß man das ja nie, ne? Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Uiuiuiui. Hoppala.
Vielleicht hätte ich mir doch noch ein paar mehr dünne kleine Ästchen zurecht machen sollen. Das geht mir immer so, dass ich, sobald das Feuer einigermaßen brennt, erstmal durch die Gegend springen bin, weil ich mal wieder zu voll war, mir entsprechende große Holzmengen dahin zu legen. Könnte man natürlich noch ganz schön in Pyramidenform aufbauen, aber das mache ich eigentlich nur dann, wenn es wirklich auch unbedingt erforderlich ist, sprich das Holz noch nasser und die Bedingungen insgesamt noch schlechter oder es unter Umständen regnet und so Späße. Dann mache ich auch Pyramidenfeuer, also so richtig schön klassisch. Oder so ein Pagodenfeuer, das habe ich hier jetzt so in Ansätzen, ein ganz kleines bisschen, so in der Form. Aber primär ist das hier eigentlich ein Haufen Feuer. Ja? Perfekt trocken sind also die größeren Stücke meines Holzes nicht, wie ich gerade feststelle. Gut, aber überrascht bin ich deswegen jetzt auch nicht. Wir haben hier halt schon eine ganz gute Hitze. Das sollte nicht mehr ausgehen. Okay, also bisheriger Zwischenstand der heutigen tollen Ben im Wald Aktion, Lagerbau 4-, naja, sagen wir 3-4, im Endeffekt hat es ja ganz gut ausgesehen dann am Schluss. Zeit scheiße, Ergebnis gut. Feuer machen, naja, habt ihr da dran irgendwas auszusetzen? Also ich wüsste nicht was. Ach so, ja gut, ich hätte das vorher natürlich bohren können und so Späße. ja gut, dann gebe ich mir eine 2. Ja, jetzt habt ihr schön dabei zugesehen, wie es hier brennt. Und an meiner hier Stöckchen draufschmeißenden Tätigkeit wird sich in nächster Zeit erstmal wenig ändern. Weil ich will erstmal wirklich mit den kleinen Stöckchen eine gute Glutbasis haben, bevor ich was Großes drauf tue, weil ein bisschen nass ist es dann halt eben doch, das Holz, und man muss es ja nicht übertreiben, also ich will da kein Risiko eingehen, ganz einfach. So, aber jetzt machen wir mal so ohne euch ein bisschen weiter. Ja, also wie ihr seht, brennt's. Holz ist halt wirklich doch feuchter, als ich gedacht habe, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber oh Gott, das war ja wieder ein genialer Satz. Intelligenz minus 3. Na, wie auch immer, jedenfalls, es brennt. Kann man soweit so glücklich sein. Ich mache mir jetzt ordentlich Glut, damit ich mir meine Eicheln zusammenrösten kann. Und während ich die dann quasi wässere, koche ich mir nebenher noch mal ein kleines bisschen Ravioli, was ich da habe. Und dann gibt es schon mal erst ein erstes Abendessen. Und wenn das Eichelding fertig ist, ein zweites Abendessen. Und dann schauen wir mal, was ich heute Abend noch so unternehme. Oh, ganz interessante Information. Gerade ist ein älteres Ehepaar vorbeigekommen und hat darauf hingewiesen, dass ich scheinbar nicht der Einzige bin, der hier irgendwelchen Unsinn im Wald treibt, sondern es gibt an der nächsten Schutzhütte tatsächlich einen Kollegen aus Edinburgh, der da wohl gerade sein Unwesen treibt, weil er wohl in Deutschland war, um seine nun Ex-Freundin zu besuchen. Und jetzt wohl wahrscheinlich das gleiche macht wie ich, wenn ich Stress mit den Weibern habe, in den Wald geht. Der Mann ist mir sympathisch. Ich würde da ja wirklich mal vorbeischauen und ihn zu einer Tasse Tee einladen. Ich hatte gerade noch genug Tee, um eine zweite Tasse Tee kredenzen zu können. Aber jetzt brennt mein Feuer leider schon. Und Regel Nummer 1, wenn du ein Feuer hast, lass dein Feuer nicht alleine. Demzufolge ist das leider keine Option. Dann muss er da hinten an seiner Hütte alleine sein. Wahrscheinlich will er das auch. Also ich würde es wollen.
Ja, also wie ihr kennen könnt, rösten nun die Eicheln ein wenig überm Feuer. Interessant finde ich, wie es da reinbrennt in meine Pfanne. Naja, das gibt dann so ein besonderes Aroma. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht aus Versehen Eichelkaffee mache. Also das Zeug dann wirklich so richtig schön schwarz rösten und dann als Kaffee aufgießen. Das will ich ja eigentlich nicht haben. Ich glaube, ich sollte mal rühren. Scheiße, wo ist mein Löffel? Ja, also man kann schon merken, dass die Eicheln so ein kleines bisschen weicher in Anführungszeichen sich fast anfühlen. Also lange muss man die da echt nicht rösten, wenn sie schon vorher so klein geschnitten sind. Wenn man die ganze Eichel ins Feuer schmeißt, noch in Schale, dann sieht die Sache nochmal anders aus. Aber diesen kleingeschnittenen Zeug, ja, eine Minute vielleicht noch, dann ist das schon fertig. Jo, also wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch einen Topf Wasser aufgestellt. Zwar ist mir jetzt das Feuer ein kleines bisschen runtergebrannt, das ist halt, liegt in der Natur der Sache, dass man, wenn man was draufstellt aufs Feuer, das Feuer dann schlechter Luft bekommt, infolgedessen etwas schlechter brennt. Und ich will auch nicht allzu viel Asche in meinem Wasser haben. Aber da das eben eine gute Buchenglut ist, reicht da die Temperatur normalerweise eigentlich aus, um einen halben Liter kaltes Wasser in einen halben Liter ziemlich heißes Wasser zu verwandeln. Sorry, wenn ich jetzt gelegentlich nicht allzu toll hier drauf leuchte. Liegt halt eben daran, dass ich auch teilweise irgendwie ein bisschen was nebenher mache. Ja, es dampft schon ein wenig. Jedenfalls in diesen halben Liter mittlerweile schon einigermaßen heißes Wasser geben wir jetzt unsere schön gerösteten Eichenstückchen rein. So. Und das rühren wir vielleicht noch ein wenig um. Man kann auch schon sehen, dass sich das Wasser bereits ein bisschen gelblich färbt. Das sind natürlich die entsprechenden Gerbstoffe, die da jetzt drin sind. Und bereits jetzt gut von den Eicheln abgegeben werden, weil die ja schon angeröstet sind und das Wasser ist warm. Und wenn das dann schön aufgekocht ist und ein bisschen abgekühlt, dann lässt man es noch ein bisschen ziehen. Und seiht das Ganze dann durch ein original bundeswehrdienstlich geliefertes Taschentuch ab. Jawohl. Aber ich glaube, es mache ich nochmal richtig Feuer zwischendurch. Ja, das sieht doch schon ganz anders da aus, ne? Da kocht das dann auch gleich. Das ist eine ganz andere Hitzeentwicklung, als da, wenn man es nur auf die Glut stellt. Ich habe da jetzt so ein kleines Pagodenfeuerchen quasi drauf gebaut und oben drauf steht der Topf. Wie man sieht, ist die Luftzufuhr gleich besser, man kann es auch gleich hören. Und das Feuer zieht entsprechend stärker und ja, dementsprechend ist natürlich auch die Hitze viel größer. Bis wenn man sich dann nachher die Fladen backen möchte, also den Fladen, den winzig kleinen Keks, dann ist das natürlich wieder weniger gut, weil zu heiß. Jo, da steigen meine Eichenstückle schon nach oben. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Ich würde sagen, das ist heiß genug. Ja, ja, da köchelt es ganz leicht. Lang für meine Zwecke. Also so sieht die Brühe jetzt aus. Die rötliche Färbung ist kein Zufall, sondern durchaus beabsichtigt bzw. normal. Das muss ich jetzt durch ein Taschentuch kippen und irgendwie gucken, wie ich das mit der Kamera am blödesten hinkriege. Ja, also ich versuche das jetzt einfach mal so, wie ich das jetzt versuche, in der Hoffnung, dass ihr das einigermaßen seht. In solchen Momenten wäre dann wieder eine Kamerafrau praktisch. Naja, scheint zu funktionieren. Jawohl, was noch drin ist in dem Topf, das macht ja nichts. Das darf gern drin bleiben. Zack,
So. Das kann man jetzt natürlich ein klein wenig auswringen. Damit der schöne Gerbsäurensaft auch raus ist. Und dann kommt das wieder zurück in den Topf. Wenn ihr das riechen könntet, das riecht jetzt schon so richtig irgendwie so leicht kaffeeartig, weil ich es doch ein bisschen stark angerostet habe. Wir machen ja keinen Geruß, YouTube. In den meisten Fällen ist das ja ganz gut, insbesondere wenn man dann mit mir tagelang im Wald oder in der Natur unterwegs wäre, dann wäre Geruß YouTube dann doch eher ein Nach- als ein Vorteil. So sieht das Ganze aus. Das kippen wir mit frischem Wasser auf und hauen es nochmal aufs Feuer. Ich denke, mehr als dreimal brauche ich diesen Prozess nicht wiederholen. Wahrscheinlich ist dreimal auch schon übertrieben. Naja, versuchen wir einfach mal weiter. Ja, inzwischen ist der Topf zurück auf dem Feuer. Läuft eigentlich alles wie geschmiert. Ich habe eben schon probiert, im Prinzip sind sie eigentlich schon fertig. Aber ja, ach Gott, ich habe eh nichts mehr vor heute Abend. Also machen wir noch eine Runde nochmal heiß und nochmal ein bisschen ziehen lassen und nochmal abseihen. Und dann sind sie aber auch fertig. Dann muss man sie zurück in den Topf packen, also aus dem Tuch in den Topf. Und im Topf dann irgendwie kleindrücken zu so einer Art mehlige Substanz. Mehl ist zu viel gesagt. Es ist übrigens extrem hilfreich, wenn man hat, ich hatte tatsächlich zu Hause keins mehr, noch ein bisschen Weizenmehl dazu zu kippen. So Mischungsverhältnis maximal 50-50. Denn Eicheln enthalten kein Gluten. Stärke an sich hat zwar auch schon eine gewisse Klebrigkeit und sorgt für eine gewisse Bindung, also dass dieser Brei dann dieses Mehl schon ein bisschen klebrig ist, aber halt eben nur ganz leicht. Also kein Vergleich zu einem Brei aus normalem Mehl. Dass das gut klebt, weiß jeder, der mal irgendwann irgendwas mit Mehl gekocht hat, beziehungsweise mal irgendeinen Kuchen gebacken oder sonst was. Und das ist... Warum stellst du jetzt das Bild nicht scharf? Böse Kamera. Ah, ne? Also ich habe jetzt keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Naja. Also jeder, der schon mal irgendwie in der Küche einigermaßen mit sowas hantiert hat, wird wissen, dass Mehl gut klebt. Und das liegt eben an Gluten. Also dieses berühmte Zeug, gegen das alle Welt allergisch ist. So, jetzt ist das Ganze etwas zusammengekracht. Also jetzt bin ich von der Geschwindigkeit, wie das gekocht hat, jetzt doch ein wenig positiv überrascht gewesen, muss ich sagen. Heidenei, das ging ja rasend schnell. Na gut, der Topf war auch schon heiß und stand da schon gut auf dem Feuer. Puh! Okay, aber die Brühe ist, wie ihr sehen könnt, nochmal ordentlich orange geworden. Also war doch nicht schlecht, dass ich es nochmal gemacht habe. Eigentlich sollte man das so oft tun, bis die Brühe gar nicht mehr orange wird. Ja, ich überlege es mal. Ich probiere nachher nochmal, wenn das ein bisschen abgekühlt ist und ich es abschütte. Und dann schauen wir mal. Aber ich habe diesmal auch ein bisschen weniger Wasser genommen. Das ist also jetzt nochmal besser konzentriert. Ja, das müsste alles gewesen sein, denke ich. So heiß, wie ich das jetzt auch noch aufgekocht habe. Gucken wir mal dann. Ne? Ja, was ich euch eigentlich gerade zu erzählen versucht habe bei dieser Gluten-Geschichte. Gluten ist das Klebeeiweiß des Weizens, unter anderem im Weizen drin, Kartoffel ist auch ein bisschen drin, und dient halt eben dazu, dass Mehl so schön klebt, beziehungsweise alle solche Produkte gut aneinander haften. Wie bin ich denn eigentlich am besten ausgeleuchtet? Von oben ist doof, weil dann sieht man nur meinen Hut. Irgendwie so, ja, so einigermaßen. Schon wieder zu viel des Guten. Na toll, jetzt kriegt das wieder mit dem Scharfstellen nicht hin. Ah, jetzt sieht man mich. Also jedenfalls, dieses Gluten ist in Eicheln eben nicht drin. Deshalb ein reines Eichelmehl, eine reine Eichelpampe, mit der man sich dann einen Eichelfladen produziert, klebt einfach so gut wie, naja, so ein bisschen halt, aber ganz wenig, das werdet ihr dann gleich sehen. Und wenn man ein bisschen normales Mehl dazu macht, dann hat man eine richtig schön klebrige Konsistenz und kann sich daraus so einen richtig schönen Pfannkuchen im Prinzip draus machen. Das also verbessert den Geschmack meiner Meinung nach auch noch mal ein bisschen und ist sicherlich ein Kompromiss, wenn man noch Restanhang an die Zivilisation hat.
Aber gut, jetzt ist mein Keksing ja bald fertig. Mal schauen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich glaube, ich könnte mal meinen Topf Ravioli zwischendurch machen. Ich bin bisher noch gar nicht auf die Idee gekommen. Schauen wir mal.